Also das Wandern erlebe ich so natürlich sehr befreiend. Man hört ja in der Natur Vögel, man hört den Wind, man spürt Sonnen auf dem Körper. Und von dem her muss ich sagen, das Wandern ist für mich, das ist etwas Lebendiges. Ich bin Claudia Tschudi, komme nächstes Jahr 49 und nächsten Monat bin ich 28 Jahre verheiratet mit dem Arno. Ich bin der Arno, bin 54 und leide an der Erbkrankheit Retinitis pigmentosa. Die Krankheit ist ja so, dass das Augenlicht immer mehr verschwindet und da kann man eigentlich nichts dagegen machen. Es kann zur vollständigen Erblindung führen. Wir haben uns eigentlich immer vorgestellt, dass wir Familie haben und dass wir irgendwann vielleicht ein eigenes Geschäft zusammen haben. Er als Bauspengler und ich dann halt im Büro. Ja, nachher ist alles anders gekommen. Die Diagnose ist wie ein Hammerschlag. Also wenn du so etwas Ja. bei einem Arzt, du sitzt dort und der sagt dir, du wirst blind, dann ist im Moment bricht die Welt zusammen. Aber ich habe es eigentlich weitgehend verdrängt. Die haben das von dem gar nicht wissen. Wo dann ja, Kinder auf die Welt gekommen sind, haben wir auch eigentlich auch versucht, dass wir eigentlich eine normale Familie sind, in Anführungs- und Schlusszeichen, haben das ja einfach versucht aufrechtzuerhalten. Wir haben uns eigentlich dann auch ein bisschen so aus der Gesellschaft zurückgezogen und so Einladungen und so hast du, gell, haben wir nicht so gerne angenommen, weil ja, es ist dann halt gewesen, ja, man ist eingeladen gewesen, oder, und zum Essen und ja, wie soll man den Leuten erklären, dass man das Besteck nicht findet auf dem Tisch, dass man irgendwie ein Zweiglas nicht sieht, oder? Bis etwa 36 habe ich es probiert, wirklich ignorieren, bis es dann halt so schlimm geworden ist, dass ich dann den Job aufgeben musste. Und dann ist es einfach nicht mehr gegangen. Irgendwann haben wir dann einfach gefunden, ja, nur sonst tun wir halt die Rolle tauschen. Und darum bin dann auch ich eigentlich arbeiten. Und du bist ja der Hausmann gewesen. Ja, das war vielleicht nicht immer ganz einfach. Die Kindertochter ist dort gerade in den Kindergarten gekommen. Und ja, irgendwie bin ich dann halt weg gewesen am Schaffen. Und sie haben dann natürlich vieles mit dem Papa unternommen, oder? Sie sind mit ihm auf Zürich gegangen, wo vielleicht eingehen gegangen wäre. Ja, für Kind ist es so auch gut gewesen. Aber für unsere Mitmenschen war das furchtbar. Als ein Mann nicht mehr arbeiten. Viele Leute haben das absolut nicht verstanden und haben sich dann wirklich auch abgewendet von uns. Und wir haben jetzt eigentlich einen ganz neuen Kollegenkreis. Unser Alltag hat sich eigentlich vor 5 Jahren noch mal recht verändert. Als ich angefangen habe, für den Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband zu arbeiten, bin ich zuständig für einen hindernisfreien Zugang, sei es in öffentlichen Gebäuden oder im öffentlichen Verkehr. Was ich gemerkt habe, als ich eigentlich völlig das Falsche gelernt habe, solange ich geschafft habe, habe ich meinen Beruf gerne gemacht. Und heute weiss ich, dass ich eigentlich etwas völlig Falsches gemacht habe, dass ich heute ganz andere Interessen habe. Wenn ich jetzt wahrscheinlich bei null anfangen würde, wäre ich Lehrer. Das sollte mir eigentlich Menschen zusagen, mit Menschen zusammenarbeiten. Das mache ich heute auch viel in der Tätigkeit, die ich jetzt mache, in der Sensibilisierung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Dort bin ich eigentlich daheim. Was auch schön ist, ist, wir haben natürlich durch das haben wir auch viel Zeit miteinander verbracht, oder? Auch die Familie natürlich. Und weil wir haben fast müssen gemeinsam machen, oder? Weil allein sind viele Sachen halt nicht gegangen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon das, wo ich sage, das hat mir eigentlich schon gefallen. Wir haben natürlich so eine enge Bindung miteinander und halt auch mit den Kindern. Es hat vielleicht schon mehrmals Situationen gegeben, wo ich vielleicht auch gerne mehr daheim gewesen wäre, das sicher. Das wäre jetzt wahrscheinlich gelogen, wenn ich Nein sagen täte. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat es aber gestimmt, so für mich, so wie es war. Ja.